Hi-ho, willkommen zurück hier bei Baphomets Fluch, Schrägstrich, Broken Sword, The Director's Cut. Und ja, wir haben jetzt hier einen Mord gesehen, beziehungsweise sind einem Mord begegnet, wie auch immer man das sehen will. Wir sind einfach so mitten reingetaucht hier und untersuchen den jetzt. Und ich wollte eigentlich jetzt hier mal angucken, was das Telefon denn so zu uns bringt. Vielleicht eine Pizza bestellen, wie wär's? Sogar das Telefon ist eine Antiquität. Vertraue niemandem, der ein solches Telefon besitzt. Warum auch immer. Es gibt niemanden, den ich anrufen will. Nicht bevor ich diesen Fall gelöst habe. Na gut, dann lösen wir erst den Fall und rufen dann den Lieferservice an. Ja, wir sollen jetzt in das Nebenzimmer gehen, so war ja die Information, in das Zimmer von dem Herrn Cachon. Und deswegen bewegen wir uns langsam daran hinzu. Und was sagte sie hier nochmal? Eine hübsche Barocktür. Ach, genau. Die Tür ist verschlossen. Ja, dann benutz Schlüssel mit Tür. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Warum man ihr auch alles kleinliche vorkauen muss? Naja. Rein. Los. Geh. Schritt, sagte Schritt. So, okay, Oh, was ist das denn? Sogar der Lichtschalter sieht beeindruckend aus. Wow, was passiert, wenn ich den drücke? Ich brauche kein Licht anzumachen, es ist schon hell genug. Na gut. Oh, ein Bildchen. Das Gemälde zeigt die Carchons zusammen. Verliebt. Wie der Dichter schon sagt, die Vergangenheit ist ein anderes Land. Oder habe ich das in einem Glückskeks gelesen? Das hast du wohl in einem Glückskeks gelesen. Oder in der Zeitung von der Sterbeanzeige oder so. Egal. Was ist das denn hier? Aha, ein winziger Knopf versteckt sich im Bilderrahmen. Okay, dann drück den mal. Es gibt ein ganz leises Klicken. Ja, und weiter? Oh. Hinter dem Bild ist ein Safe. Der Safe sieht ziemlich stabil aus. Das ist ja interessant. Ein Warrener Safe Co. Vom Paris France. Na naja, gut. Was macht man Der hiermit? Tresor ist verschlossen. Ich brauche den Schlüssel. Du hast noch einen zweiten Schlüssel, der so leicht ominös aussieht. Vielleicht passt der ja. Okay, hätte ich da noch dran drehen sollen oder so? Ups. Na gut, dann habe ich das jetzt zufällig herausgefunden. Was ist das denn hier? Ist das ein verschimmeltes Brot oder... ich erkenne es nicht. Was sagst du denn dazu? Im Tresor lag ein merkwürdiger Steinzylinder. Ach so, ach, der lag da nur. Der liegt da jetzt nicht mehr. Der lag da, weil sie hat schon innerlich mit dem Gedanken eh gespielt, dass sie den mitnehmen wird. Also deswegen lag der da nur. Im Safe liegt eine Art Artefakt. Seine Oberfläche ist mit Symbolen bedeckt. Sieht aus wie die Druckwalzen, die ich im Kunstunterricht hergestellt habe. Wenn ich irgendwas über Symbole gelernt habe, dann das. Sie sind immer wichtig. Aber diese in den Stein geritzten Symbole sind unmöglich zu entziffern. Ich muss sie irgendwie ausdrucken. Zumindest ist der Stein rund. Aber was könnte ich als Druckerschwärze verwenden? Und worauf kann ich drucken? Klar, das nennt man Klauen. Aber ich weiß, dass Imelda keine Ahnung von dem Artefakt hat. Und Carchon ist es inzwischen egal. Okay, gut, wir haben jetzt das Ding da bekommen mit dieser Druckerwalze oder so. Das Artefakt sieht aus wie eine alte Druckwalze voller Symbole. Oder Druckwalze und ich würde ja jetzt mit meinem scharfen Verstand, Hust, Hust, vermuten, dass sie als Druckerschwärze die Farbe hier nutzen soll. Wenn ich die Farbe direkt auf den Zylinder schmiere, gibt es eine Riesensauerei. Sie kommt überall hin. Na gut. Oh, man kann alles mit allem kombinieren, das ist ja schön. Dann schließ mal auf. Nein. Dann nicht. Dann das. Nein. Na gut, wenn sie jetzt immer nur dasselbe sagt, dann braucht man das auch nicht durchtesten.
Also ich würde, wie gesagt, halt vermuten, dass sie die Farbe nehmen soll als Druckerschwärze, obwohl es blau ist. Aber ist ja egal, ne? Das ist ja bloß, dass sie halt genau das sieht, was diese Säule da abdruckt. Das Sofa ist antik. Einen schrecklichen Moment lang hatte ich das Bild vor Augen, wie sich ein nackter Karchon darauf mit einer jungen Journalistin rumwälzt. Die Kid. Ja, danke, dass du uns von deinem Gedankenbild teilhaben lässt. Das ist sehr nett von dir und sehr verstörend, liebe Frau Nico Cola. Cola. Nico Fanta heißt die Oma oder so. Na egal, lassen wir das. Benutz mal das eklige Sofa. Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um mich auf das Sofa zu legen und meine Marie-Antoinette-Nummer abzuziehen. Auch wenn die auf Partys immer ganz toll ankommt. Besonders bei schwulen Jungs. Frag mich nicht, warum. Ja. Nee, lass mal, das müssen wir jetzt hier nicht sehen. Das tut jetzt nicht Not, liebe Nico. Geh mal lieber hier zum Blatt Papier. Wie zu erwarten war, ist doch der Schreibtisch eine unbezahlbare Antiquität. Gähn. Das Löschpapier und das Eingangskästchen sind mit mathematischer Präzision ausgerichtet. Warum musste sie gähn aussprechen? Hätte sie doch machen können, oder nicht? Na gut. Oh, hier ein Elefant. Hier lag mal wohl Papier drin. Na gut, gucken wir uns mal den Elefanten an. Das ist wohl ein Briefbeschwerer oder so ähnlich. Mein Herzschlag setzt für einen Moment aus. Es ist ein geschnitzter Elefant. Aber nicht irgendein geschnitzter Elefant, sondern... Der geschnitzte Elefant. Ich weiß, wer ihn geschnitzt hat. Mein Vater. Ich bin sicher. Denn in meiner Wohnung steht das exakte Zwillingsstück, das mein Vater in eine Schatulle geschnitzt hat. Also kannte Carchon meinen Vater. Sie müssen wirklich befreundet gewesen sein. Naja, aber weil, ne, das ja der Elefant ihres Vaters ist und sie ja die Tochter ist, nehmen wir die mit. Ich beschließe, den geschnitzten Elefanten mitzunehmen. Ganz offensichtlich bedeutet er Imelda nichts. Ja, genauso wie die Farbe und dieser Schlüssel und einfach fast alles, was du hier mitnimmst, bedeutet ja alles nix. Davon gehst du aus, deswegen nehmen wir es einfach mal mit. Ist natürlich die logische Konsequenz an der ganzen Sache. Und was ist das hier? Das ist ein Blatt Löschpapier in einem Lederhalter. Seine rissige Oberfläche sieht alt aus. Erinnert mich an seinen Besitzer. Das ist gemein. Ja, können wir das mitnehmen? Ich brauche kein Blatt Löschpapier. Zumindest kein leeres. Na gut, dann habe ich schon eine Vermutung, was ich mal als nächstes testen werde. Aber erstmal gucken wir uns noch das Ding hier an. Das Eingangskästchen ist genauso wunderschön wie alles andere. Eines Tages werde ich auch so ein Eingangskästchen haben. Selbst wenn ich meine Wohnung verkaufen muss, um es mir zu leisten. Dann brauchst du auch kein Eingangskästchen mehr, wenn du keine Wohnung mehr hast. Es sei denn, du willst im Job leben. Wenn du die ganze Zeit nur jobbst, dann, ja, kann man auch die Wohnung verkaufen, ist ja klar. Ja, dann nimm das mit und verkauf doch das Ding. Oder nimm's mit, dann hast du selber ein Eingangsgedöns. Ich will das Kästchen nicht mitnehmen, aber ich weiß, was ich damit anfangen kann. Toll, dass du das weißt, ich eher weniger. Gut, eigentlich wollte ich probieren, hier, hier so drauf zu dingsen. Das Löschpapier würde die Farbe einfach so aufsaugen. Aber der Ansatz ist schon brauchbar. Na gut, dann, hier so rein. Ich verteile die blaue Farbe auf dem Boden des Kästchens. Es ist ruiniert. Ich bin ein böses, böses Mädel. Aber auch ein ziemlich cleveres. Ja, nein. Dann bin ich ein schönes, böses, cleveres Mädel. Oder so ähnlich. Ja, wie soll's jetzt weitergehen? Du willst jetzt hier, ich würde sagen, wir reiben jetzt die Farbe hier so durch und dann auf das Löschpapier. Ich wälze das Artefakt in der Farbe, bis es völlig eingefärbt ist. Okay, hier sieht man ja schon, was es ergeben hat. Und warum steckt sie das Ding wieder zurück? Das müsste doch jetzt voller Farbe sein, oder nicht? Diese Druckwalze. Ich steck die Druckwalze mal wieder in meine Jacke. Die ist blau. Verdammt. Wie habe ich das nur angestellt? Na gut, egal. Sieht aus wie diese Tischdecke, ne, die wir hier gesehen haben.
Da sind immer noch Farbreste in dem Kästchen. Es wird nie wieder so sein wie vorher. Tja. Ein antikes Kästchen mit lauter Farbe drauf. Damit kann ich nicht allzu viel anfangen. Ja, wer macht denn sowas, ne? Wer macht denn in so ein antiken Kästchen Farbe rein? Also ehrlich mal. So, hier diese komische Druckwalze mit Farbe. Ziehen wir jetzt mal übers Löschpapier und dann... Wie man weiß, ne, Löschpapier hat ja diese schöne Eigenschaft, dass das alles sofort trocknet und dann können wir das Bild entziffern, was wahrscheinlich genauso aussieht wie die Tischdecke, weil man das ja überhaupt nicht schon in diesem Kästchen hier sieht. Aber, naja. Mal gucken. Vielleicht irre ich mich auch. Die Walze und die Farbe funktionieren genau, wie ich es geplant habe. Aber was steht jetzt da? Oh, da steht, Sub Judy SDSSDSS. Super, Deutschland sucht, schon den, schönen Schauspieler. Oder so ähnlich. Das ist die neue Show, ne, von RTL. SDSSDSS. So, wird auch irgendwie ein Schuh draus. Ne, wir gucken mal, was sie sagt dazu. Eine Geheimbotschaft ist auf das Löschpapier gedruckt. Das ist eine verschlüsselte Botschaft. Da steht Unterricht. Ich habe ja nicht viel gelernt als Journalistin, aber eins weiß ich. Unterricht schreibt man normalerweise ohne Bindestrich. Die Buchstabenfolge darunter ergibt auch keinen Sinn. Plötzlich wird mir klar, was für eine Verbindung zwischen dem Bootsfahrschein und der verschlüsselten Nachricht besteht. Auf dem Fahrschein steht Bateau de la Conciergerie. In der Conciergerie auf der Île de la Cité, unten im Fluss, befand sich einst der Gerichtshof. Also könnte man Unterricht in diesem Fall einfach wörtlich nehmen. Unter den Richtern. Unter dem Gericht. Unter der Conciergerie. Ich bin sicher, dass ich hier alles gefunden habe, was zu finden ist. Und außerdem packt mich angesichts des ganzen Prunks hier die Sehnsucht nach meinem normalen, ärmlichen Leben. Das ist eine Riesenstory. Es ist ein mörderisches Puzzlespiel, bei dem noch eine Menge Teile fehlen. Aber ich werde es zusammenbekommen. Und wenn ich mich noch an den Namen dieses berühmten Preises erinnern könnte, den man bekommt, wenn man ein Spitzenjournalist ist. Auf jeden Fall werde ich den dieses Jahr auch abräumen. Ja, wie auch immer der heißen mag. Und wie hätte ich bitte schon darauf kommen sollen, aber zum Glück hat sie das ja selbst alles hier gelöst. Denn für mich stand da immer noch Sub Judy. Nix mit Unterricht. Na gut. Ach, hier ist noch eine Tür. Wir gucken mal kurz in das Tagebuch. Hier ist nämlich ein neuer Eintrag gekommen. Und da stand, fand Steinzylinder mit gemeißelten Symbolen in Cachans Safe. Habe Ausdruck angefertigt und herausgefunden, dass es sich um kodierte Botschaft handelt. So, blättern wir mal weiter. Unterricht. SDSSDSS. Unterricht trotz Rechtschreib, Reform normalerweise ohne Bindestrich. Vor allem, was soll SDSSDSS bedeuten? Cachan hatte Fahrschein mit Stempel. Bateau de la Conciergerie. Oder so ähnlich. Ich, in Conciergerie auf der Île de la Cité. Unten im Fluss befand sich einst ein Gerichtshof. Kodierte Nachricht enthielt Wort Unterricht. Sollte Hinweisen wörtlich folgen und zum Kai bei Île de la Cité gehen. Eben unter den Richtern. Ja, schön, dass ich kein Französisch kann, deswegen kann ich es auch nicht lesen. Nicht korrekt vorlesen, deswegen versuche ich mich an ihren Wortteilchen hier zu bedienen, aber das hat ja super geklappt, wie man gehört hat. So, hier sehen wir nur nochmal die Botschaft, glaube ich. Oder auch nicht, die hat sie gleich mitgenommen. Ich brauche den Lederhalter nicht mitzunehmen. Ja, dann nicht. Der Lederhalter ist jetzt leer. Ja, ist auch ein leer, der Halter, haha. So, okay. Die Tür, wo führt die hin? Eine Hintertür. Ach. Abgeschlossen. Was mich nicht wirklich überrascht. Ja, dann probieren wir nochmal den Schlüssel. Vielleicht passt der ja hier auch. Es funktioniert nicht. Aber es wäre eine schöne Überraschung gewesen, wenn doch. Das stimmt. Ja, wir haben sonst nichts weiter. Hier, knack mal auf. Kann sie nicht. Was kannst du überhaupt, Mensch? Ja, es wird auch nichts anderes funktionieren. Ich würde sagen, wir haben hier wirklich alles gesehen.
wie sie ja auch selber sagte, sie will jetzt zurückgehen und zu dieser komischen Karte Shore Laride unter den Richtern Gedünsurelu und so, ne? Da müssen wir jetzt hin. Deswegen würde ich mal hier... Aber wir sind höflich, ne? Wir verabschieden uns hier noch bei der netten Dame. Und sagen ihr, dass wir... Haben Sie etwas Hilfreiches gefunden? Geld brauchen. Diese Schnitzerei. Was wissen Sie darüber? Sie gehörte Pierre. Was hat denn eine Statue mit... Bitte, ich muss es wissen. Er bekam sie von einem Freund. Hatte irgendwas mit Afrika zu tun. Mehr hat er Ihnen nicht erzählt? Nein, aber ich glaube, sie war ihm wichtig. Sie war immer ausgestellt. Warum? Mein Vater hat sie geschnitzt. Oh, ich verstehe. Das wusste ich nicht. Imelda, ich werde alles tun, um den Mörder zu finden. Vielen Dank, meine Liebe. Und wenn die Polizei fragen sollte... Keine Bange, sie war nie hier. Unter Recht ist der Schlüssel. Ich muss einen Weg unter die Conciergerie finden. Ich werde direkt zu den Kais an der Ile de la Cité gehen. Wenn es einen Weg unter die Conciergerie gibt, dann von dort aus. In de la Cité eine Stunde später. Carchon war nicht der Typ, der nur so auf dem Fluss rumschippert. Er hatte einen Grund, hier zu sein. Etwas, das ihn schließlich umgebracht hat. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Unter den Richtern, so gesehen. Und ein Boot. Wie schön. Ein Freund von mir hatte mal ein Segelboot. Die feuchteste Beziehung, die ich je hatte. In jeder Beziehung. Okay. Aber die Nico ist ja auch ganz schön redselig, sagen wir mal so. Die erzählt auch alles. Auch Dinge, die wir überhaupt nicht wissen wollten. Jetzt bitte erklär uns was Anständiges zu diesem Gitter hier. Dieser Zaun ist recht stabil gebaut. Ja, genau wie ich. Der Zaun bewegt sich kein Stück. Ach man. Was mit dem Zaun? Vielleicht bewegt der sich ja. Dieser Zaun ist recht stabil gebaut. Das ist interessant. Sowas habe ich noch nie gehört als Satz hier in diesem Spiel. Probier mal aufzumachen. Bewegt sich kein Stück, vermute ich. Auch dieser Zaun bewegt sich kein Stück. Was ist hier oben? Das ist das alte Bootshaus unter der Conciergerie. Wenn ich recht habe mit der Bedeutung des Begriffs Unterricht, dann muss die Antwort hier irgendwo am Kai liegen. Und ich sehe schon was, was hier recht auffällig ins Bildchen linst, so gesehen. Das ist das hier. Das Symbol kennen wir doch von irgendwoher. Mal sehen, was sie dazu sagt. Das Kreuz kommt mir bekannt vor. Das habe ich doch schon mal gesehen. Nee. Es ist auf das Tischtuch gestickt, das ich in der Wohnung von Madame Carchon habe mitgehen lassen. Ja. Ich bin also auf der richtigen Spur. Du sagst es, mitgehen lassen. Das trifft es genau. So hier, das Gitter kann man so über den Zaun, wie sie ihn nennt, kann man sich nicht angucken. Den kann man hier nur betreten. Mal gucken, was sie macht. Mach auf! Ich versuche, den Zaun wegzudrücken, aber er bewegt sich kein Stück. Wie wär's mal mit Schieben? Ein seltsames Paar Schlösser verhindert, dass die Tore entriegelt werden. Oh, Rätsel oder wie? Ja gut, gucken wir uns mal an. Du musst die rechteckigen Balken so bewegen, dass sich der Riegel auf die andere Seite, bewegt, bewegen kann und sich das Tor öffnet. Die Balken lassen sich entlang ihrer ganzen Länge verschieben. Manche von ihnen nur horizontal, andere nur vertikal. Okay. Der bewegt sich wohl gar nicht. Wie es aussieht, den kann man bewegen, den kann man bewegen. Ach, der geht hoch und runter, okay. Ach so, die seitwärts liegen, kann man nur seitwärts bewegen. Und die... Ja, ich verstehe. Und von oben nach unten liegen, kann man nur nach oben und unten bewegen. Ja, ich habe jetzt den Ausdruck vergessen. Waagerecht, senkrecht und sowas. So, hier, das war ja...
Das hat sich voll gelohnt. Kriege ich den hier weg? Dazu müsste ich das Ding hier mal wegschieben können. Das wird nicht mehr funktionieren. Hui. Solche Rätsel mag ich ja am liebsten. Und ja, das war ironisch gemeint. Nee, den kriegt man dann ja auch nicht mehr weg. Also hier zur Mitte hin so. Dann kann man die hier runterziehen und den hier weg. So, das ist ja klar, dieser Riegel, der muss ja durchgeschoben werden. So, den kann man dann bis dahin, das bringt aber nichts. So, wie wär's denn? Das bringt ja aber auch nichts. Ja, Verwirrung, Verwirrung pur. So, lass mich mal überlegen. Wir müssen den auf jeden Fall hier durchkriegen. Das heißt, der hier muss auf jeden Fall ganz runter. Dazu müssten wir nur den hier nach rechts schieben. Das heißt, wir müssen irgendwie eins von diesen Dingern hier hochkriegen, also am besten den hier. Aber da kommt man ja auch nicht vorbei. So, wie wäre das so? Das hat fast funktioniert. Okay, dann ziehen wir den mal nach da. Den hier noch eins hoch. Dann kriegen wir jetzt hier gar nichts mehr. Okay. Uiuiuiui, das war schlau von mir. Jetzt kriege ich hier gar nichts mehr weg. Okay, so. Wir müssen den hier auf jeden Fall auch wegkriegen. So, vielleicht. Dann haben wir genau dasselbe Problem wie vorher. Also der muss auf jeden Fall nachher ganz runtergezogen werden, damit wir den hier durchschieben können. Das ist logisch. Denk. Also den kann man hier komplett durchziehen und somit kann man den hier auch wegziehen. So, bei dem reicht es aber, wenn der da bleibt. Okay, den kann man hier durchziehen. Das bringt aber nicht viel. Okay, der ist jetzt weg. Das hat sehr viel gebracht. Vielleicht, vielleicht mehr da hoch? Nee, das ist ja auch Quatsch. So, hier so weit waren wir ja vorhin schon, dann kriegen wir den aber gar nicht mehr weg. So, wir müssen den auf jeden Fall, so würde ja reichen. Wir müssen den bis hier schieben. Ach verdammt, das geht auch nicht. Also der muss auf jeden Fall hier weg. Der auch. Das sind jetzt die einzigen beiden hier, die noch fehlen.
Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, den hier noch weiter hochzukriegen. Das wird aber nicht gehen. So, den kann man noch da. So vielleicht. Ja, der erste ist soweit. Jetzt nur noch einer. Ja, super. Und den anderen machen wir dann in der nächsten Folge, ne? Bis dahin. Ja, macht's gut und so, ne? Tüdelühü.